Hier sieht man meine selbst konstruierte Vorrichtung zum Ausfräsen verschlissener Tastengarnierungen. Diese ist so entworfen, dass alle gängigen Tasten, egal ob von einem Klavier oder einem Flügel, sicher eingespannt und komfortabel bearbeitet werden können. Es können in etwa die Hälfte aller weißen Ganztontasten einer Standardklaviatur von 85 bzw. 88 Tasten auf einmal eingespannt werden. Die schwarzen Halbtöne finden komplett Platz in dieser Vorrichtung, sodass die gesamte Klaviatur in 3 Durchgängen bearbeitet werden kann. Das vordere Anschlagbrett ist wegen den Überständen der Tastenbelege mit einer Nut versehen. In dieser Zeichnungsdarstellung finden sich alle erforderlichen Maße zur Fertigung. Als Material bietet sich MDF, Siebdruck oder Multiplex an. Außerdem benötigt man neben der Anti-Rutschmatte noch einige T-Nut-Schienen und einige Gewindeschlossschrauben, Flügelmuttern und Unterlegscheiben. Bevor die Tasten aufgelegt werden, wird der hintere Auflageschlitten auf die Geometrie der Tasten eingerichtet. Dieser Schlitten ist über T-Nut-Schienen nach vorne und hinten verstellbar. Zudem kann das hintere Auflagebrett nach oben und unten über Langlöcher justiert werden. Mit Flügelmuttern wird dann alles in der richtigen Position fixiert. Im vorderen Bereich schützt eine Anti-Rutsch-Auflage die Tastenbelege vor Kratzern und bietet zusätzlich zu den Spannleisten Halt vor dem Verrutschen. Wenn alles passt, kann die erste Hälfte aller Ganztontasten aufgelegt werden. Wichtig ist, dass die Langlöcher der Tastenführungen genau rechtwinklig zum Anschlagbrett ausgerichtet werden. Die Tasten werden mit der Front am vorderen Anschlagbrett bündig ausgerichtet. Die Überstände der Tastenbelege finden Platz in der eingefrästen Nut. Diese Spannleiste aus Aluminium ist leicht gewölbt und an der Unterseite mit einem Neoprenstreifen versehen. Damit reicht es für einen sicheren Halt aller Tasten aus, diese Leiste nur an den Seiten festzuspannen. Durch die Wölbung wird auch genügend Druck auf die mittleren Tasten ausgeübt. Im hinteren Bereich kann eine weitere Leiste mit Zwingen an einer T-Nut-Schiene befestigt werden. Hier passen zum Beispiel auch die Festool-Zwingen für die Führungsschienen. Hebelzwingen sind hier allerdings wegen der Vibration beim Fräsen etwas sicherer. Der an meine Werkbank integrierte Wabeco-Bohrständer kommt zum Einsatz. Die Stahlsäule wird über einen Klemmhebel an der Seite der Werkbank gegen Verdrehen gesichert. Der Maschinenträger wird ausgerichtet und ein Spiralnutfräser mit einer Stärke von 5 mm in den Fräsmotor eingespannt. Dieser Spiralnutfräser hat einen ziehenden Schnitt und die Späne werden im Vergleich zu einem normalen Nutfräser besser abgeführt. Daraus resultiert eine sehr saubere Fräsung. Eine Schiene von Incra dient als Anschlag für die Fräsvorrichtung. Die Unterseite der Vorrichtung wurde zusätzlich mit PTFE behandelt. Damit gleitet sie perfekt auf der glatten Oberfläche der Werkbank. Im ersten Schritt werden die alten Leder- bzw. Kaschmirgarnierungen bündig mit dem Tastenholz abgefräst. Dazu wird die Vorrichtung an der Anschlagschiene entlang geschoben und die Position des Fräsers über den Auslegerarm nach vorn und hinten verstellt. Im zweiten Schritt werden die Langlöcher ausgefräst und damit die verschlissenen Führungsgarnierungen entfernt. Traditionell werden die alten Garnierungen mit einem Skalpell ausgeschnitten oder mit Dampf entfernt. Stoppklötzchen am Auslegerarm begrenzen den Verfahrweg des Fräsers nach vorne und hinten. Mit dieser Methode bin ich deutlich schneller als vorher. Diese Vorrichtung leistet auch sehr gute Dienste zum Erneuern von ausgeleierten Tastenbodenlöchern. Mit einem Spezialbohrer mit Tiefenbegrenzer können Bohrungen für Querholzdübel sehr präzise und schnell gesetzt werden. Die benötigten Querholzdübel können mit einem Scheibenschneider selbst angefertigt werden. Nach dem Einleimen werden diese dann noch mit einer Bohrung versehen. Das Tastenbodenloch soll am Waagebalkenstift nur ganz wenig Spiel haben. Hier waren bei einem Klavier nahezu sämtliche Tastenbodenlöcher zu groß und die Tasten klapperten wegen zu großem Spiel. Wie man sieht, sind die Fräsungen sehr präzise und nahezu auf den Hundertstel Millimeter genau. Das hat den Vorteil, dass nach dem Einleimen der neuen Garnierungen wesentlich weniger mit der Druckzange nachgearbeitet werden muss. Zum Einleimen der neuen Garnierungen bleiben die Tasten eingespannt. Die Stärke des Kaschmirstreifens wird entsprechend der Stärke der Klaviaturführungsstifte ausgewählt. Fischleim wird aufgetragen und dann der Streifen über die Nut gelegt.
Hier sollte unbedingt ein Leim gewählt werden, der nicht so dünnflüssig ist, da sonst Gefahr der Durchnässung der Tuchgarnierung besteht und es nach Trocknung zu Klappergeräuschen kommen kann. Auch sollte der Leim nicht zu schnell abbinden bzw. gelieren, wie zum Beispiel Knochenleim, da es einige Zeit dauert, bis alle Garnierungen fertig sind. Nun werden sämtliche Garnierungen mit einem Spezialwerkzeug, dem sogenannten Garniermeister, geschnitten und Stöpsel aus Kunststoff in die Führungen eingesteckt. Durch die Bauweise des Werkzeugs wird der Garnierungsstreifen bis zur erforderlichen Tiefe in die Tastenführung hineingedrückt und anschließend mit einem scharfen Skalpell durchtrennt. Ich schneide einmal vorne und einmal hinten. Die Klinge des Garniermeisters lässt sich hervorragend mit meiner Tormek nachschärfen und ist daher über viele Jahre verwendbar. Ersatzklingen bekommt man natürlich im Fachhandel. Die ovalen Führungsstifte einer Klaviatur haben oft eine Stärke von 3,3 mm. Für die Fräsungen reicht meistens der Fräser von 5 mm Stärke. Unter diesen Voraussetzungen nehme ich einen Kaschmirstreifen von 1,2 mm. Wenn man nachrechnet, ergibt sich eine Differenz von 0,7 mm. Der Filz wird durch die Verleimung natürlich etwas dünner, da er durch die Stöpsel gepresst wird. Daher hängt die benötigte Stärke des Kaschmirfilzes auch sehr von der verwendeten Stärke der Stöpsel ab. Sind alle Tasten ausgarniert, werden diese wieder ausgespannt und zum Trocknen beiseite gestellt. Nun kann die zweite Ladung der Ganztontasten eingespannt werden. Im dritten Durchgang werden nun noch die schwarzen Halbtöne eingespannt. Dazu muss der hintere Auflageschlitten wieder verstellt werden. Mit Probetasten links und rechts wird dieser justiert. Da die Halbtöne schmaler sind als die Ganztontasten, können diese in einem Durchgang komplett bearbeitet werden. Alles wird wieder rechtwinklig ausgerichtet und festgespannt. Zum Ausfräsen sollten die Tasten unbedingt direkt nebeneinander liegen, damit keine Ausrisse entstehen. Da die Stöpsel etwas breiter sind als die Halbtöne, müssen diese vor dem Ausgarnieren etwas auseinandergefächert werden. Diesen Schritt kann man sich sparen, falls man schmalere Stöpsel verwendet. Nach dem Trocknen, am besten über Nacht, werden die Stöpsel wieder entfernt und die Überstände mit einer Zange oder einem scharfen Messer abgeschnitten. Nun werden noch die Führungen am Waagebalken ausgefräst. Dazu werden die Tasten diesmal aufrecht eingespannt. Um mit dem Fräser diese weiter entfernten Führungen erreichen zu können, muss der Auslegearm sehr weit ausgefahren werden. Um auch hier eine hohe Präzision zu erreichen, wird nicht der Fräser hin und her gefahren, sondern die Vorrichtung. Dazu wird diese auf einer zusätzlichen Grundplatte geführt und kann jetzt sowohl nach rechts und links als auch nach vorne und hinten verschoben werden. Was jetzt noch fehlt, ist eine vernünftige Absaugung direkt am Fräser. Dies ist wichtig, um den Fräser vor der Fräsung genau platzieren zu können. Hier improvisiere ich mit Druckluft mit ganz geringem Druck. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen rauf und ein Abo freuen.